Hallo ihr Lieben, ich möchte heute gerne mal auf einen Kommentar eingehen, den ich über YouTube bekommen habe, über ein Video, das Money Mindset, wo ich darüber gesprochen habe, dass wir wirklich zu 100% für alles selbst verantwortlich sind, dass nichts außerhalb und unabhängig von uns passiert und alles, was in unserer Realität passiert, eins zu eins aus uns entstanden ist. Und der Kommentar war, der wurde leider gelöscht, ich kann ihn euch nicht mehr vorlesen, nicht von mir gelöscht. Es ging darum, dass es fahrlässig ist, den Menschen zu sagen, dass sie für alles selber verantwortlich sind, dass sie sich selber ihre Krankheit erschaffen haben und dass sie sich selber ihren Unfall erschaffen haben und dass es Menschen gibt, die das auch noch glauben, die deswegen in der Klapse landen, weil sie sich selber verantwortlich fühlen, was in ihrem Leben passiert ist. Und man kann doch nicht immer positiv denken. Und dazu möchte ich kurz mal einsteigen, weil das ist ziemlich gut, dass wir darüber mal sprechen können, weil ich denke, dass viele diesen Gedanken haben. Die Sache ist die, du hörst ganz klar raus, dass sie noch in der Opferhaltung drin ist. Denn solange du immer noch davon überzeugt bist, dass etwas zufällig passiert, dann werden deine unbewussten Glaubenssätze immer stärker sein, weil du sie nicht switcht, weil du sie nicht verarbeiten und bearbeiten, weil du sie dir nicht bewusst anschaust. Und deswegen zeigen sie sich nach außen. Und die Dinge müssen sich im Außen zeigen, damit du weißt, was in dir noch in Heilung gehen muss. Weil das Leben ist nicht da, weil wir einfach aus Zufall hier gelandet sind. Buff, Eizelle, Samenzelle, bumm und auf einmal, Entschuldigung, war ich hier? Sondern es ist tatsächlich wahnsinnig viel Bestimmung. Wir wollen Dinge erfahren. Wir wollen Dinge lernen. Wir wollen uns ausprobieren. Wir wollen uns kreieren. Wir wollen wissen, was es heißt, nicht in der Liebe zu sein. Und deswegen erschaffen wir uns aus dem Plan heraus in der Kindheit unsere Programme, wo wir noch abhängig sind. Dann haben wir unsere Programme in uns drin und dann möchten wir sie im späteren Erfahrungszyklus wieder für uns entschlüsseln, damit wir wissen, was heißt, nicht bedingungslose Liebe zu sein. Das geht jetzt zu weit, es ist nur dieser grobe Plan. Und wenn du... je bewusster du wirst, merkst du, dass alles, was in dir unbewusst denkt, dass es sich nach außen in der Leinwand spiegelt. Und es geht nicht darum, im Leben immer ein perfektes, harmonisches, glückliches Highlife-Leben zu haben. Das ist nicht das Ziel. Wir wollen Erfahrungen machen. Und ich möchte euch jetzt mal nochmal erklären, was es darum geht. Du kannst nicht immer positiv denken. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen tatsächlich ein richtiges Tief gehabt. Und das ist total normal. Wir haben immer das Gefühl, wir machen irgendwas falsch, wenn wir nach einem Hoch ein Tief haben. Aber es ist ganz, ganz wichtig. Du hast ein Hoch, du entwickelst dich neu, kreierst neu, du machst ganz, ganz viel. Und dann kommt die Integrationsphase. Es muss alles runtersacken, die neuen Erfahrungen. Ganz viele neue Verknüpfungen kommen im Kopf. Und dann ist es auch so, dass alte Themen dann auf einmal getriggert werden durch diese neuen Erfahrungen, die auf einmal hochgespült werden. Das ist der normale Fluss. Es ist ganz normal, dass du Hochs und Tiefs hast, weil die Seele möchte Erfahrungen machen. Es geht nicht darum, es perfekt und gut zu machen. Es geht um die Erfahrung. Aber der entscheidende Unterschied ist, wo ich gespürt habe, okay, scheiße, jetzt geht's abwärts. Da habe ich nicht gesagt, oh, jetzt war ich hier da und was ist nu und was meine Güte und oh, ich kriege das nicht in den Griff und immer mir und das alles. Nee, ich wusste, es gehört dazu und ich habe es einfach fließen lassen. Ich habe mich komplett zurückgenommen und habe wirklich versucht zu fühlen, was kommt da in mir hoch? Welche Sorgen kommen hoch? Welche Ängste kommen hoch? Welche Gefühle von Unzulänglichkeiten kommen auf einmal hoch? Klar, wenn du dich ausdehnst, kommen natürlich auch die Themen hoch, dass du nicht gut genug bist. Natürlich, muss sein. Und ich, wenn ich in so einem Tief drin bin oder wenn ich auch früh aufwache und es einfach alles Kacke ist, was auch normal ist, dann gehe ich da ganz anders ran. Ich sage, das darf jetzt sein. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwas Komisches kreiere im Außen, weil ich in meiner Kraft bin, weil ich in meiner Schöpferkraft bin, weil ich weiß, es darf sein, ich gebe mich dem hin, aber ich liebe mich trotzdem in diesem Moment. Und das ist eine sehr hohe Frequenz, die du in dem Moment auch strahlst, wenn du sagst, ich liebe mich in meiner Schwäche. Ich brauche die gehört dazu, es entwickelt sich ganz viel daraus. Scheiße, ich komme mit der Situation gerade nicht klar. Okay, was ist da? Das ist ein mega Unterschied. Du bist in einer ganz anderen Frequenz drin, wenn du ein Tief auf diese Art und Weise annimmst, indem du weißt, es gehört dazu, ich darf es annehmen, ich darf fühlen, ich kann gucken, was da hochkommt, ich schaue es mir an. Und nicht in diesem Ohnmachtsgefühl, oh Mann, ich krieg nichts hin und alles ist doof und jetzt hatte ich das so gut und jetzt ist wieder alles. Da bist du in einer ganz anderen Opfermentalität drin. Du kannst
über Dinge, die in deinem Leben passieren, die wirklich, wirklich herausfordernd sind, komplett anders drüber denken und anders darauf eingehen. Und hast somit immer noch eine hohe Schwingung und kreierst im Außen eine hohe Schwingung. Und das ist der Unterschied. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir nicht zum Opfer werden und sagen und uns hingeben und sagen, ich bin doof und ich krieg's nicht hin und ich bin, keine Ahnung. Nein, die Tiefs gehören dazu, aber du kannst auf eine Herausforderung, auf eine ganz schwierige Situation komplett anders eingehen, wenn du dir sehr bewusst bist und wenn du weißt, dass es vor allen Dingen wichtig ist und dazugehört. Und so kreierst du im Außen stets und ständig hochschwingende Ereignisse. Also, ihr versteht, was ich meine. Also das ist das, wo du die Verantwortung wieder zurücknimmst, dir zurückgibst im Leben. Du bist immer für alles verantwortlich. Es ist die Frage, wie du darauf eingehst. Genau. Jetzt kommt die Sonne hier rein. Also ich hoffe, ich konnte das gut rüberbringen, dass es nicht darum geht, dass es im Außen immer Highlife ist und immer alles ganz toll ist und immer alles ganz schön ist und du immer ganz oben auf so top bist und immer tolle Ereignisse machst. Nein, es ist die Frage, wie gehst du auf diese Schwierigkeiten und Herausforderungen, die deine Seele möchte, wie gehst du darauf ein? Wie gehst du damit um? Das ist der riesengroße Unterschied. Und somit hast du keine Angst mehr vor dem Leben. Es ist, ich hatte zum Beispiel jetzt auch ein riesen Wutthema. Also es war ein riesen Wut und ich habe dieser Wut freien Lauf gelassen. Ich habe es nicht gepostet in der Story, weil ich dachte, das muss ja nicht die ganze Welt abkriegen. Aber ich habe extrem viel Wut hochgeholt in mir. Und das war gut und das war heilsam. Das heißt aber nicht, dass ich dadurch im Außen was Negatives kreiere. Nein, ich habe es in Liebe angenommen und ich habe es in Liebe ausgelebt. Und das ist der Unterschied. Also von daher, du bist immer zu 100% für alles verantwortlich, was in deinem Leben passiert. Vieles passiert auch, weil du es erfahren möchtest. Und du erschaffst es dir, damit du diese Erfahrung machen kannst. Entscheidend ist, wie du darauf reagierst und damit umgehst und wie bewusst vor allen Dingen du bist. Und du kannst unglaublich in der Selbstliebe sein, auch wenn es dir gerade mächtig beschissen geht. Genau. Das ist ganz, ganz wichtig, diesen Unterschied zu wissen. Und du bist trotzdem in deiner Kraft, auch wenn du gerade ein Tief durchmachst. Wie gesagt, in meinem tiefsten Schmerz bin ich noch tiefer mit mir verbunden, weil ich mir dann alles gebe, also ich mir und mir nicht von jemand anderen hole, ich mir gebe, was ich brauche. Und das ist pure Selbstliebe. Das ist pure Selbstliebe. Also zu 100% nimm deine Kraft wieder zu dir zurück. Mach dich nicht zum Opfer, indem du sagst, oh, das war ein Zufall, da kann ich nichts für und das alles. Du gibst deine Macht ab. Du hast so viele Möglichkeiten in dem Leben, in deinem Leben. Du kannst dein Leben komplett dirigieren. Und auch durch den Nebel hindurch. Und da ist es immer schön, wenn man jemanden an der Hand hat, der sagt, nicht Kopf runter, du bist in deiner Kraft. Es ist nur die Frage, wie du mit der Situation umgehst. Es ist nur die Frage, wie du darauf reagierst und wie bewusst du vor allen Dingen bist. Weil die Dinge wollen hochkommen, die Dinge wollen sich zeigen, die Dinge wollen hochgespült werden, diese alten Themen, diese alten Gefühle, damit du sie verändern kannst. Und da bleib in deiner hohen Energie. Und ich halte dich über Wasser, wenn du da das Gefühl hast, abzutauchen. Es ist wirklich nur ein ganz klarer Fokus und die Erinnerung an das, wer du wirklich bist. Du bist so machtvoll. Das ist unglaublich. Vergiss das niemals. Gib nicht die Macht ab. So, genau. Also von daher, wenn ihr Kritik habt, immer her damit. Dann reden wir drüber. Das ist super. Weil ich denke, dass es vielen Menschen gibt, die ihre Fragen haben und die gewisse Dinge noch nicht annehmen wollen und annehmen können. Und dann quatschen wir drüber, weil das ist wichtig. Das ist wichtig, dass wir das aus allen Facetten und allen Richtungen erkennen. Alles Liebe für euch, bis dann.